Hallo, ich darf Sie heute wieder zur meiner Reihe Philosophie und Psychoanalyse begrüßen und heute würde ich ganz gern aus einem Originaltext von Sigmund Freud etwas vorlesen, und zwar aus dem Text Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiografischen beschriebenen Fall von Paranoia, in Klammern Dementia Paranoides, der 1911 erschien. Es handelt sich zunächst um die Krankengeschichte von Dr. Schreber. Dr. Schreber berichtet: Ich bin zweimal nervenkrank gewesen, beide Male infolge von geistiger Überanstrengung. Das erste Mal als Landgerichtsdirektor in Chemnitz aus Anlass einer Reichstagskandidatur, das zweite Mal aus Anlass der ungewöhnlichen Arbeitslast, die ich beim Antritt des mir neu übertragenen Amtes eines Senatspräsidenten beim Oberlandesgericht Dresden vorfand. Die erste Erkrankung trat im Herbst 1884 hervor und war Ende 1885 vollkommen geheilt. Flechsig, auf dessen Klinik der Patient damals 6 Monate verbrachte, bezeichnete in einem später abgegebenen Formulargutachten den Zustand als einen Anfall schwerer Hypochondrie. Dr. Schreber versichert, dass diese Krankheit ohne jede an das Gebiet des übersinnlichen anstreifenden Zwischenfälle verlief. Über die Vorgeschichte und die näheren Lebensumstände des Patienten geben weder seine Niederschriften noch die ihr angefügten Gutachten der Ärzte genügende Auskunft. Ich wäre nicht einmal in der Lage, sein Alter zur Zeit der Erkrankung anzugeben, wiewohl die vor der zweiten Erkrankung erreichte hohe Stellung im Justizdienst eine gewisse untere Grenze sichert. Wir erfahren, dass Dr. Schreber zur Zeit der Hypochondrie bereits lang verheiratet war. Er schreibt: Fast noch inniger wurde der Gedanke von meiner Frau empfunden, die im Professor Flechsig gerade denjenigen verehrte, der ihr ihren Mann wieder geschenkt habe und aus diesem Grunde sein Bildnis jahrelang auf ihren Arbeitstische stehen hatte. Und eben da, nach der Genesung von meiner ersten Krankheit, habe ich 8 im Ganzen recht glückliche, auch an äußeren Ehren reiche und nur durch die mehrmalige Vereitelung der Hoffnung auf Kindersegen zeitweilig getrübte Jahre mit meiner Frau verlebt. Im Jahre 1893 wurde ihm seine bevorstehende Ernennung zum Senatspräsidenten angezeigt. Er trat sein Amt am 1. Oktober desselben Jahres an. In der Zwischenzeit fallen einige Träume, denen Bedeutung beizulegen er später veranlasst wurde. Es träumte ihm einige Male, dass seine frühere Nervenkrankheit zurückgekehrt war, worüber er sich im Traume ebenso unglücklich fühlte wie nach dem Erwachen glücklich, dass es eben nur ein Traum gewesen war. Ferner hatte er einmal gegen Morgen in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachen die Vorstellung, dass es doch eigentlich recht schön sein müsse, ein Weib zu sein, das dem Beischlaf unterliege. Eine Vorstellung, die er bei vollem Bewusstsein mit großer Entrüstung zurückgewiesen hätte. Die zweite Erkrankung setzte Ende Oktober 1893 mit quälender Schlaflosigkeit ein, die ihn in die Flechsische Klinik von neuem aufsuchen ließ, wo sich aber sein Zustand rasch verschlechterte. Die weitere Entwicklung derselben schildert ein später verfasstes Gutachten, welches von dem Direktor der Anstalt Sonnenschein abgegeben wurde. Im Beginn seines dortigen Aufenthaltes äußerte er mehr hypochondrische Ideen, klagte, dass er an Hirnerweichung leide, bald sterben müsse, doch mischten sich schon Verfolgungsideen in das Krankheitsbild, und zwar aufgrund von Sinnestäuschungen, die anfangs allerdings mehr vereinzelt aufzutreten schienen,
wenn gleichzeitig hochgradige Hyperästhesie, große Empfindlichkeit gegen Licht und Geräusch sich geltend machte. Später häuften sich die Gesichts- und Gehörstäuschungen und beherrschten in Verbindung mit Gemeingefühlsstörungen sein ganzes Empfinden und Denken. Er hielt sich für tot und angefault, für pestkrank, wähnte, dass an seinem Körper allerhand abscheuliche Manipulationen vorgenommen wurden und machte, wie er sich selbst noch jetzt ausspricht, entsetzlichere Dinge durch, als jemand geahnt, und zwar um eines heiligen Zweckes willen. Die krankhaften Eingebungen nahmen den Kranken so sehr in Anspruch, dass er für jeden anderen Eindruck unzugänglich stundenlang völlig starr und unbeweglich dasaß, in Klammern halluzinatorischer Stupor, Klammer zu. Andererseits quälten sie ihn derartig, dass er sich den Tod herbeiwünschte, im Bade wiederholt Ertränkungsversuche machte und das für ihn bestimmte Cyankalium verlangte. Allmählich nahmen die Wahnideen den Charakter des mystischen, religiösen an. Er verkehrte direkt mit Gott, die Teufel trieben ihr Spiel mit ihm, er sah Wundererscheinungen, hörte heilige Musik und glaubte schließlich sogar in anderen Welten zu weilen. Fügen wir hinzu, dass er verschiedene Personen, von denen er sich verfolgt und beeinträchtigt glaubte, vor allem seinen früheren Arzt Flexig, beschimpfte, ihn Seelenmörder nannte und ungezählte Male Kleiner Flexig das erste Wort scharf betonend ausrief. In die Anstalt Sonnenstein bei Pirna war er aus Leipzig nach kurzem Zwischenaufenthalt im Juni 1894 gekommen und verblieb dort bis zur endgültigen Gestaltung seines Zustandes. Im Laufe der nächsten Jahre veränderte sich das Krankheitsbild in einer Weise, die wir am besten mit den Worten des Anstaltsdirektors Dr. Weber beschreiben werden. Ohne noch weiter auf alle Einzelheiten des Krankheitsverlaufes einzugehen, sei nur darauf hingewiesen, wie in der Folge aus der anfänglichen, akuteren, das gesamte psychische Geschehen unmittelbar in Mitleidenschaft ziehenden Psychose, die als halluzinatorischer Wahnsinn zu bezeichnen war, immer entschiedener das paranoische Krankheitsbild sich hervorhob, sozusagen herauskristallisierte, das man gegenwärtig vor sich hat. Er hatte nämlich einerseits ein kunstvolles Wahngebäude entwickelt, welches den größten Anspruch auf unser Interesse hat. Andererseits hatte sich seine Persönlichkeit rekonstruiert, sich den Aufgaben des Lebens bis auf einzelne Störungen gewachsen gezeigt. Dr. Weber berichtet über ihn in Gutachten von 1899. So erscheint zurzeit, Herr Senatspräsident Dr. Schreber, abgesehen von den selbst für den flüchtigen Beobachter unmittelbar als krankhaft sich aufdrängenden psychomotorischen Symptomen, weder verwirrt noch psychisch gehemmt, noch in seiner Intelligenz merklich beeinträchtigt, er ist besonnen, sein Gedächtnis vorzüglich, er verfügt über ein erhebliches Maß von Wissen, nicht nur in juristischen Dingen, sondern auch auf vielen anderen Gebieten und vermag es in geordneten Gedankengängen wiederzugeben. Er hat Interesse für die Vorgänge in Politik, Wissenschaft und Kunst und so weiter und beschäftigt sich fortgesetzt mit ihnen. Und wird in den angedeuteten Richtungen den von seinem Gesamtzustande nicht näher unterrichteten Beobachter kaum viel Auffälliges wahrnehmen lassen. Bei alledem ist der Patient von krankhaft bedingten Vorstellungen erfüllt, die sich zu einem vollständigen System geschlossen haben, mehr oder weniger fixiert sind und einer Korrektur durch objektive Auffassung und Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse nicht zugänglich erscheinen. Der so weit veränderte Kranke hielt sich selbst für existenzfähig und unternahm zweckmäßige Schritte, um die Aufhebung seiner Kuratelle und die Entlassung aus der Anstalt durchzusetzen. Dr. Weber widerstrebte diesen Wünschen und gab Gutachten im entgegengesetzten Sinne ab. Doch kam er nicht umhin, das Wesen und Benehmen des Patienten im Gutachten von 1900 in folgender anerkennender Weise zu schildern. Der Unterzeichnete hat seit
3/4 Jahren bei Einnahme der täglichen Mahlzeiten am Familientisch ausgiebigste Gelegenheit gehabt, mit Herrn Präsidenten Schreber über alle möglichen Gegenstände sich zu unterhalten. Welche Dinge nun auch, von seinen Wahnideen natürlich abgesehen, zur Sprache gekommen sind, mochten sie Vorgänge im Bereich der Staatsverwaltung, Justiz, der Politik, der Kunst und der Literatur, des gesellschaftlichen Lebens und was sonst berühren, überall bekundete Dr. Schreber reges Interesse, eingehende Kenntnisse, gutes Gedächtnis und zutreffendes Urteil und auch in ethischer Beziehung eine Auffassung, der nur beigetreten werden konnte. Ebenso zeigte er sich in leichter Plauderei mit den anwesenden Damen nett und liebenswürdig und bei humoristischer Behandlung mancher Dinge immer taktvoll und dezent. Niemals hat er in die harmlose Tischunterhaltung die Erörterung von Angelegenheiten hineingezogen, die nicht dort, sondern bei der ärztlichen Visite zu erledigen gewesen wären. Selbst in eine geschäftliche, die Interessen der ganzen Familie berührende Angelegenheit hatte damals in fachgemäßer und zweckentsprechender Weise eingegriffen. In den wiederholten Eingaben an das Gericht, mittels deren Dr. Schreber um seine Befreiung kämpfte, verleugnete er durchaus nicht seinen Wahn und machte kein Hehl aus seiner Absicht, die Denkwürdigkeiten der Öffentlichkeit zu übergeben. Er betonte vielmehr den Wert seiner Gedankengänge für das religiöse Leben und deren Unzersetzbarkeit durch die heutige Wissenschaft. Gleichzeitig berief er sich aber auf die absolute Harmlosigkeit all jener Handlungen, zu denen er sich durch den Inhalt des Wahns genötigt wusste. Der Scharfsinn und die logische Treffsicherheit des als Paranoiker Erkannten führten denn auch zum Triumph. Im Juli 1902 wurde die über Dr. Schreber verhängte Entmündigung aufgehoben. Im nächsten Jahr erschienen die Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken als Buch, allerdings zensuriert und um manches wertvolle Stück ihres Inhalts geschmälert. In der Entscheidung, welche Dr. Schreber die Freiheit wiedergab, ist der Inhalt seines Warnsystems in wenigen Sätzen zusammengefasst. Er halte sich für berufen, die Welt zu erlösen und ihr die verloren gegangene Seligkeit wiederzugeben. Das könne er aber nur, wenn er sich zuvor aus einem Manne zu einem Weibe verwandelt habe. Eine ausführlichere Darstellung des Wahns in seiner endgültigen Gestaltung können wir dem 1899 vom Anstaltsarzt Dr. Weber erstatteten Gutachten entnehmen. Das Wahnsystem des Patienten gipfelt darin, dass er berufen sei, die Welt zu erlösen und der Menschheit die verloren gegangene Seligkeit wiederzuerbringen. Er sei, so behauptet er, zu dieser Aufgabe gekommen durch unmittelbar göttliche Eingebungen, ähnlich wie dies von den Propheten gelehrt wird, gerade aufgeregtere Nerven, wie es die seinigen so lange Zeit hindurch gewesen seien, hätten nämlich die Eigenschaft, anziehend auf Gott zu wirken. Es handelt sich dabei aber um Dinge, die sich entweder gar nicht oder doch nur sehr schwer in menschliche Sprache ausdrücken lassen, wenn sie außerhalb aller menschlichen Erfahrungen liegen und eben nur ihm offenbart seien. Das Wesentlichste bei seiner erlösenden Mission sei, dass zunächst seine Verwandlung zum Weibe zu erfolgen habe. Nicht etwa, dass er sich zum Weibe verwandeln wolle, es handelt sich vielmehr um ein in der Weltordnung begründetes Muss, dem er schlechterdings nicht entgegen könne, wenn es ihm persönlich auch lieber gewesen wäre, in seiner ehrenvollen männlichen Lebensstellung zu verbleiben. Das Jenseits sei aber nun einmal für ihn und die ganze übrige Menschheit nicht anders wieder zu erobern, als durch eine ihm vielleicht erst nach Ablauf vieler Jahre oder Jahrzehnte bevorstehende Verwandlung in ein Weib im göttlichen Wunder. Er sei, das stehe für ihn fest, der ausschließliche Gegenstand göttlicher Wunder, somit der merkwürdigste Mensch, der je auf Erden gelebt habe. Seit Jahren in jeder Stunde und jeder Minute erfahre er diese Wunder an seinem Leibe, erhalte sie auch durch die Stimmen, die mit ihm sprechen, bestätigt.